Ja, grüß euch und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der allerletzten Helden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Folge wird es darum gehen, herauszufinden, wie sicher sind eigentlich billige Schutzbrillen aus dem Baumarkt. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, und um diese Frage zu klären, habe ich meine Luftdruckpistole und meine Pistolenarmbrust herausgeholt. Jetzt machen wir einen Beschusstest und schauen, was passiert. Als erstes kommt jetzt mal die Luftpistole dran, bei der ich guter Hoffnung bin, dass die Brille das gut aushält und dass da nichts durchgehen wird. Na gut, dann schauen wir mal, was die Luftdruckpistole hat anrichten können. Okay, eigentlich, wenn man da genau schaut, hat man eigentlich bis auf ein paar feine Kratzer überhaupt keine Spuren, dass da was gekommen ist. Also zumindest mal vor der Luftpistole ist man definitiv geschützt. Ja, als nächster ist jetzt die 80-pfündige Pistolenarmbrust dran. Bei der habe ich schon ein bisschen mehr Zweifel, ob die Brille das aushält, aber wir werden sehen und schauen mal, was passiert. Ja, das hat jetzt definitiv mehr Wirkung. Was ich gefunden habe jetzt von der Brille, ist diese eine Scheibe, wo ich hingeschossen habe. Und man ganz gut sieht, dass hierher der Bolzen getroffen hat. Es ist nicht durchgegangen, wenn man schaut. Ich meine, die ganze Brille ist durch die Gegend geflogen und ist zerstört worden. Aber das Glas eigentlich selber ist nicht durchschlagen worden. Wahrscheinlich, wenn dieser Teil gehalten hätte und ein bisschen stärker gewesen wäre, wäre man wahrscheinlich auf der sicheren Seite gewesen. Was ich jetzt nochmal probieren werde, ist noch eine andere Brille. Und zwar, wenn das nicht direkt im rechten Winkel drauf trifft, der Bolzen, sondern leicht schräg, ob dann ein besseres Ergebnis erzielt wird. Jetzt hat es da oben erwischt und hat den eigentlich ziemlich gut abgehalten. Ich werde es einmal versuchen, ein bisschen weiter unten zu treffen. Aber, wie gesagt, wenn es nicht im hundertprozentig rechten Winkel auftrifft, hat man gute Chancen, dass der Bolzen nicht durchgeht. Ja, jetzt sind wieder viele Teile geflogen. Aber, man sieht hier ganz gut, wenn ich den Dreck da wegwische, hier war der Treffer. Also genau, hier war der Treffer und der Bolzen ist nicht durchgegangen. Was wir jetzt noch einmal machen, wir werden auch bei der Brille noch mal probieren, ein direkter Beschuss im 90 Grad Winkel und schauen dann, was dann passiert. Ja, und hier. Wieder hat man gesehen, wenn es wirklich im rechten Winkel drauf trifft, hat man relativ wenig Chance, dass die Brille es aufhält. Aber dafür ist sie eigentlich nicht ausgelegt. Kommen wir zum Fazit des heutigen Videos. Also, was man gesehen hat, ist bei der Luftpistole war es kein Problem. Die Brille hat das Projektil abgehalten und die Augen geschützt. Bei direkten Treffern auf der Brille ist es natürlich so gewesen, dass die das nicht ausgehalten haben. Sind auch nicht wirklich dafür ausgelegt. Sind keine ballistischen Brillen, sondern Brillen, die dafür gedacht sind, Splitter oder Flüssigkeit, die eventuell in die Augen kommen, abzuhalten. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht kein direkter Treffer ist, besteht immer noch die Möglichkeit, dass der Bolzen abprallt. Und was ich glaube ich relativ sicher sagen kann, auch wenn das natürlich nicht hundertprozentig wissenschaftlich war, das Experiment, dass wenn etwas zurückkommt, wenn etwas abprallt, wenn ein Bolzen von hinten, vom Ziel wieder zurückgeschleudert wird und es trifft einem auf die Schutzbrille, bin ich der Meinung, dass das sicher schützt, dass das Verletzungen verhindern kann und dementsprechend kann ich nur empfehlen, solltet ihr Bogen schießen, solltet ihr schießen gehen, solltet ihr mit der Armbrust schießen, setzt euch so eine Brille auf, die kostet nicht viel, ein paar Euro und ihr seid immer auf der sicheren Seite. Das war es auch schon wieder von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann würde es uns freuen, wenn ihr uns ein Abo und ein Like da lasst. Und sonst, wie immer, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.